Hallo, hier ist Anna mit Spitzy News. Ganz kurz heute eine Message einfach für heute. Es gibt zurzeit unglaublich viele Konflikte, glaube ich, die gerade hochkommen und stören und verwirren und uns verunsichern. Ich möchte einfach nur sagen, es ist wirklich eine Zeit der Heilung. Die Probleme waren immer schon da, nur jetzt kommen sie an die Oberfläche und da können sie geheilt werden, wenn die Probleme erschwelen unter der Oberfläche und nicht wirklich sichtbar sind. Da sind sie gefährlich und lenken unter Umständen aus dem Untergrund unser ganzes Leben. In dem Moment, wo die Konflikte zutage treten, wo sie wirklich offen ausbrechen, ist das schon die letzte Form der Heilung. Denn dann sind sie sichtbar und man kann mit umgehen, mit ihnen umgehen. Und sie können sich wandeln. Deswegen bitte habt keine Angst, wenn Dinge zutage treten, die euch verwundern, die euch verletzen, die euch stutzig machen, die euch aus der Bahn werfen. Es ist wirklich ein Heilprozess gerade. Egal was ist, egal auf welchem Gebiet. Es wollen Dinge angeschaut werden und innerlich bearbeitet. Bitte bleibt aufmerksam bei solchen Sachen. Wischt es nicht einfach weg. Bleibt ruhig, wenn solche Sachen geschehen. Guckt einfach in euch rein. Was will mir die Situation sagen? Was ist das? Das Leben ist gut. Das habe ich jetzt gelernt. Kein Mensch will mir was aufwischen. Auch die Menschen um mich herum, auch wenn sie mich verletzen, die sind in sich nicht böse. Die sind unschuldig. Sie streben genauso nach Liebe wie ich. Und die streben genauso nach Heilung wie ich. Die wollen genauso gesund werden wie ich. Was also, wenn das Leben gut ist und die Menschen um mich herum gut sind? Und es etwas gibt wie einen göttlichen Plan. Und auch alle Dinge im positiven Sinne wiederkehren sind. Das heißt, es ist ein definitives Ende von Dingen, die überhaupt ohnehin nie gibt, sondern alles immer gelöst werden will im Frieden. Was kann ich dann lernen aus Situationen? Was will dieser zu mir sagen? Bevor ich also völlig reinfalle und energetisch mich da verausgabe und ich sag's jetzt mal so, wirklich in Drama gerade, hineingerate. Ich kenne das auch, aber ich würde echt sagen, geht nicht durch diese Tür hindurch. Versucht euch wirklich zurückzuziehen innerlich, zu besinnen, zu sammeln und zu gucken, was ist eigentlich los? Wirklich diese buddhistische Haltung hilft ganz viel, dass ich einfach innerlich ein bisschen zurücktrete, Zeuge werde der Situation und aus dieser Perspektive heraus die Situation ein bisschen von außen anschaue. Ich habe noch immer ein fühlendes Herz, aber ein Teil von mir ist hinter mich getreten und schaut ganz ruhig, was will die Situation mich lehren? Was kann ich daraus mitnehmen für mich, für mein Leben, für mein persönliches Wachstum? Ne? Und darum geht es, dass wir uns persönlich entwickeln und wachsen. Und um irgendwann zu einem reichen, erfüllten, kreativen Leben zu führen, zu finden. Und da sind momentan noch relativ viele Heilprozesse notwendig, dass wir alles hinter uns lassen, um zu neuen zu finden. Deswegen mein dicker Tipp, wie gesagt, beunruhigt euch nicht zu sehr. Nehmt es als Anlass, euch zu sammeln, in euch zu schauen und wirklich euch intuitiv zu öffnen. Ihr könnt auch die Engel um Hilfe bitten, die Schutzengel oder Schutzgeister, wie auch immer ihr habt, und sagt, bitte helft mir, dass ich wirklich die richtige Erkenntnis gewinne aus Situationen. Man kann auch ganz schön auch mit Orakelkarten arbeiten dabei, das mache ich sehr oft auch. Das hilft einem oft, eine gute Antwort zu finden, wie man im Leben positiv weitergehen kann mit dieser Situation. Und was man lernen kann, vielleicht sogar damit die Situation sich nicht wieder genauso wiederholt, weil sie eventuell wehtut. Das ist meine kurze Botschaft für heute, für den 26. Juni 2016. Einen Sonntag. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.